Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Das Dreampack DLC ist seit einer Woche draußen und heute zeige ich euch mal alle Inhalte, die man bekommt, wenn man dieses Dreampack DLC kauft. Die Reihenfolge, in der ich die Autos vorstelle, ist so grob orientiert an der Geschwindigkeit. Meine persönliche Meinung spielt aber auch eine kleine Rolle, also ist die Reihenfolge natürlich Geschmackssache, keine Sorge. So, legen wir los mit dem Alfa Romeo GTA. Der Sportwagen von 1965 ist ein 750 Kilogramm schweres Leichtgewicht MIG mit Heckantrieb und 170 PS aus einem 1,6 Liter Vierzylindermotor. Das Fahrverhalten ist recht einzigartig in der Assetto Corsa, der Kleine hebt in Kurven nämlich gerne das Beinchen. Der Motor dreht über 8000 Touren und das hört man auch. Der Sound ist, sagen wir mal, sehr präsent innen und außen, aber eigentlich ein schönes Ding. Ebenfalls aus dem Hause Alfa Romeo ist der 4C. Mit 925 Kilogramm und 240 PS aus einem Vierzylinder-Turbomotor stimmt die Leistung des Lotus-Konkurrenten. Das Fahrverhalten ist sportlich, wenn auch nicht so driftfreudig wie die meisten Engländer, da macht oft das Differential nicht mit. Dafür gibt's aber ein schönes Schaltrotzen, wenn der Wagen etwas zu hoch zieht. Sehr geil. Noch sportlicher geht's im BMW 235i Racing zur Sache. Basierend auf dem M235i mit Überrollkäfig ausgestattet, haben wir es mit einem echten Rennwagen zu tun. Der 3 Liter Twin Turbo Motor stemmt 500 Newtonmeter und schafft 333 PS, die mit den 1400 Kilogramm keine Mühe haben. Der BMW ist sehr schön zu fahren, nicht zu stark, nicht zu schwach, ein perfekter Bolide für die Nordschleife mit brillantem Sound von innen und von außen, ganz stark. Das nächste Auto auf der Liste ist der Alfa Romeo 155 Ti V6, der 1993 in der DTM angetreten ist. 1050 Kilogramm, 420 PS und die Einführung des Allradantriebs in Assetto Corsa stehen hiermit an. 280 Kilometer Topspeed sind Spitze in der DTM-Klasse, wenn man das mit den anderen Fahrzeugen vergleicht. Der Sound von innen ist etwas basslos, von außen schreien die VN-Rohre jedoch eine italienische Symphonie der Verbrennung. Bella Macchina. Als Konkurrenten für den Alfa und den ebenfalls vorhandenen M3 E30 DTM ist der Mercedes-Benz 190 Evo 2 angetreten. Mit Baby-Benz hat diese Variante des 190e nichts mehr zu tun. 370 PS, 980 Kilogramm Leergewicht und ein Sound, der dem Alfa in nichts nachsteht. In der Dreierkombination BMW, Alfa und Mercedes sind auf der Nordschleife mit die spannendsten Rennen möglich. Ikonische Skins und Lackierungen sind für alle drei Boliden vorhanden, sehr schön. Die neue Corvette C7R passt mindestens genauso gut auf die Strecke. 500 PS, 1320 Kilogramm und ein Topspeed von 280 km/h machen unfassbar schnelle Rundenzeiten möglich. Die Optik ist wunderbar aggressiv und lädt zum Platzmachen ein. Der Sound ist sehr gut getroffen und klingt sowohl von außen als auch von innen ziemlich fett. Ähnlich brutal und mindestens genauso schnell kann man den Nissan GT-R GT3 durch die Hölle jagen. 600 PS auf 1300 Kilogramm, die wahnsinnig gut klingen und auf der Geraden der gesamten GT3-Klasse zeigt, wo der Hammer hängt. Kein Wunder bei 700 Newtonmeter Drehmoment. Kommen wir nun zum McLaren F1 GTR. Das ist die Rennwagen-Variante des normalen McLaren F1 von 1995 und die hat in Le Mans kräftig für Aufsehen gesorgt. 595 PS auf 1010 Kilogramm versprechen ein teuflisches Fahrgefühl. 693 Newtonmeter sind gut für 330 km/h Spitze und mehr. Der Sound klingt ebenfalls fantastisch und auf der Straße macht er eine sehr, sehr gute Figur. Hübsches Ding. Wir können aber noch einen draufsetzen und zwar mit dem Mercedes Sauber C989 LM. Das LM könnte hierbei auch wohl für leichtes Monster stehen. Wir haben 905 Kilogramm Leergewicht bei 100% Turbo-Einstellung, wahrscheinlich über 900 PS. Im Standardtrim sind es nämlich schon über 750. Von innen ist der 89er Le Mans Gewinner ein absoluter Schreihals. Außen hat er bestimmt wohl die besten Exterieur-Sounds, die Assetto Corsa derzeit zu bieten hat. Zumindest laut meinem Geschmack. Und der Downforce ist natürlich so massiv, dass man mit dem Denken gar nicht hinterherkommt. Ein wahres Biest.
Doch hier kommen wir zu meinem persönlichen Sahnestück, obwohl der Rest auch schon ziemlich Sahne ist, der McLaren P1. Ein Hypercar reinsten Wassers, optimaler Konkurrent für den LaFerrari und hübsch finde ich ihn auch noch. 903 Verbrennungs- plus Elektropferdchen werden auf 1450 Kilogramm verteilt. Die 900 Newtonmeter des Biturbo V8 sind beängstigend, genauso wie der Abtrieb. Mit optimalem Streckengrip und Hypercar-Trofeo-Reifen, die Slick-ähnliche Grip-Level erreichen, sind unfassbare Kurvengeschwindigkeiten und somit auch Zeiten möglich. Auf Straßenreifen wird das Ding zur reinsten Driftmaschine, da kommen hundertprozentig auch noch Videos. Das Ding auf der Nordschleife macht aber schon echt süchtig, der Klang sowohl innen als auch außen ist grandios und fördert die Sucht noch mehr. Aber kommen wir nun zum Star des DLC, was ihr die ganze Zeit schon im Hintergrund hier sehen könnt, die Nordschleife. Erstmalig lasergescannt findet die anspruchsvollste Strecke der Welt den Weg in eine Rennsimulation. Mit unglaublicher Genauigkeit kann man hier den Ritt durch die grüne Hölle nacherleben. Drei verschiedene Varianten versprechen Abwechslung, so kann man sowohl die Ausdauervariante inklusive GP-Strecke fahren oder sich ganz wie in echt auf die Touristenvariante begeben, um vom kultigen Parkplatz zu starten. Die Atmos-Sounds sind ebenfalls sehr schön. Der Detailgrad der Streckenoberfläche ist wohl unerreicht. Man spürt deutlich, wie fließend die Kurven ineinander übergehen. Unterschiedliche Asphaltbelege sorgen für verschiedene Grip-Level und somit auch für Spannung. Aber auch optisch macht die Strecke natürlich einiges her. Die Referenzpunkte sind da, die Graffitis sind aktuell und die Liebe steckt auch drin. Zusammen mit den Verbesserungen, die durch das 1.1-Update hinzugekommen ist, wurde mit diesem DLC digitale Sim-Racing-Geschichte geschrieben. Und das für nur 15 Euro. Ein wahres Schnäppchen und das ohne Haken. Bravo, bravo, bravo. Das war's mit diesem Video. Ich gehe zocken. Wir sehen uns beim nächsten Assetto Corsa-Video oder schaut auch mal gerne in die anderen Videos hier auf meinem Kanal. Können natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Ist aber keine Pflicht. Obwohl, das sollte ich vielleicht mal einführen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.